kommen wir zum Thema Überbauten bei den Haustüren. Im Branchenmodell Holz ist es so, dass wenn die Haustür oder die Nebeneingangstür in einer Holzstanderwand sitzt, dafür nochmal eine Zulage, sprich ein zusätzlicher Pfosten, ein zusätzlicher Ständer gerechnet wird. Wenn das Ganze in einer Massivwand ist, gibt es keine separate Zulagenberechnung. Hier, es sei denn, dass die Haustüren in einer Länge mit anderen Bauelementen wahrscheinlich an der Stelle sind, was länger ist als 4 Meter, und dann gibt es eine entsprechende Trägerzulage. Das gilt nicht nur für die Haustüren, das gilt für alle Öffnungslängen, die, egal ob mit einem Element oder mit mehreren, entsprechend größer 4 Meter sind. Das passiert in der Massiv genauso. Und innerhalb der Massivkalkulation ist es so, dass erstmal grundsätzlich die Wand, in der ich das Bauelement gesetzt habe, entscheidet, wie der Sturzüberbau ausgeführt wird. Wenn es sich um Wandelemente handeln sollte, also Betonfertigteile, sprich nicht monolithisch, dann werden keine Stürze separat berechnet. Wenn es um monolithische Wände geht, werden Stürze berechnet. Die Stürze selber werden in demselben Material ausgeführt, wenn sie, wie gesagt, wenn die Wand nicht monolithisch ist, wie der Wandaufbau ist. Wenn es ein mehrschaliger Wandaufbau ist, würden die Stürze nur in der Stärke der Hintermauerung gerechnet, als ungedämmte Stürze. Wenn es ein einschaliger Wandaufbau ist, werden sie entsprechend als gedämmte Stürze in der Stärke der Gesamtwandstärke gerechnet. Und wie gesagt, bei mehrschaligen in der Stärke der Hintermauerung, das Material des Wandbaustoffs bestimmt natürlich ebenfalls hier das Material des Stürzes, unabhängig davon, wie gesagt, wenn zufälligerweise oder aus der Planungskonstellation vielleicht hier noch Festverglasungselemente neben der Haustür stehen, sodass da eine Länge von 4 Metern erreicht ist, dann würde zusätzlich nochmal ein HEB-Träger drüber gerechnet werden, was in dem Fall sowohl für das Branchenmodell Holz als auch für das Branchenmodell Massiv gilt. Bei den Türen hatte ich gesagt Schließanlagen, das wäre hier unten entsprechend steuerbar, dann würden eben für jede Nebeneingangstür und für jede Haustür zusätzlich eben noch dieser Schlüssel je Tür kalkuliert werden. Und das ist die Berechnung von Haustüren, Nebeneingangstüren, Haustürseitenteilen und Vordächern inklusive halt Chipmechanismus, Sicherheitspaket, Mehrfarbigkeit für die Branchenmodelle Massiv und Holzbau.